wenn sie drängeln und jemanden dicht auffahren, kann das nicht nur eine Straftat wegen Nötigung sein. In jedem Fall, sagt der Bußgeldkatalog, wenn sie zu dicht dran sind, dann sind sie mit 200-300 Euro dabei, drei Punkten, und dann sieht es auch nicht gut aus für sie. Und dann ist mir aber aufgefallen, blättern wir nur ein bisschen weiter, fahren sie gleich rechts an ihm vorbei, sind es irgendwie nur 100 Euro und ein Punkt. Und dann denkt man sich, ja, gut, gut zu wissen, blättert man noch ein bisschen weiter, steht dann drin, okay, wenn Sie einen Standstreifen zum schnelleren Fortkommen benutzen, dann sind es nur noch 75 Euro. Ja, gut. Das ist ein Angebot, ne? Und ja. Das Allerbeste, was ich zumindest im Ordnungswidrigkeitenkatalog gefunden hatte, war, oder Sie kaufen sich gleich ein Blaulicht, also kaufen steht jetzt nicht im Gesetz, Sie nehmen ein Blaulicht, tun das auf Ihr Dach drauf und suchen sich einfach die Verkehrsspur aus. Das kostet nämlich nur 20 Euro.